Hey Leute, hier ein kurzes Update zu der heiß begehrten Folge Reflektor. Wie einige von euch inzwischen wissen dürften, wird dies die Folge sein, in der Adrien und Marinette ihre Miraculous tauschen. Was allerdings bisher noch nicht bekannt war, ist der Grund, warum sie das tun, was dazu führte und wann diese Folge ausgestrahlt wird. Darauf gibt es nun eine Antwort, denn vor einigen Stunden kam ein Trailer zu dieser Folge heraus. Wer sich gänzlich überraschen lassen möchte, der sollte an dieser Stelle vielleicht lieber ein anderes Video ansehen. Wer aber neugierig auf den Trailer ist, bleibt dran! Nochmal kurz zur Erinnerung, Reflektor ist die kommende Folge in der dritten Staffel und bekannt ist bisher, dass Judica erneut in Reflektor verwandelt wird. Der Grund dafür, warum sie beim ersten Mal verwandelt wurde, war, dass sie sich für alle unsichtbar fühlte und obendrein noch kein einziges Foto mit ihr darauf gelingen wollte. Immer wurde sie von irgendetwas oder irgendjemanden verdeckt, sodass sie anfing, es für einen Fluch zu halten. Warum es nun erneut passiert, wird nicht ganz klar, doch wissen wir nun durch den Trailer, dass sie in der kommenden Folge Unterstützung durch Nathalie und ihr erschaffenes Senti-Monster erhält, was Reflektor nochmal eine ganze Spur gefährlicher macht. In der Kurzbeschreibung zur Folge steht zwar lediglich, dass Marinette und Adrien Schwierigkeiten mit ihren Miraculous bekommen, durch ein Amazon-Produkt aber wissen wir, wie im vorigen Video zu Miraculous bereits erwähnt, dass sie ihre Miraculous tauschen werden. Denn bei den Figuren, die man kaufen kann, steht die entsprechende Folge und tja, die beiden tragen das Kostüm des jeweils anderen. Flag, Mostraska! Der Grund, warum sie ihre Miraculous tauschen, ist denkbar simpel. Tiki und Black erkennen sie schlicht und ergreifend nicht, nachdem sie von Reflektor in Abbilder von ihr selbst verwandelt wurden. Was hier natürlich trotzdem fraglich bleibt, ist der Umstand, warum sie ihre Miraculous nicht tragen. Adrien hat seinen Ring nicht und Marinette fehlen ihre Ohrringe. Anscheinend haben die beiden Kwami sie aber gefunden und versuchen anschließend Adrien und Marinette zu finden, was unter all den anderen Abbildern sicher mehr als schwierig ist. Das wäre zumindest meine Theorie von dem her, was man jetzt im Trailer sehen konnte. Und ich hatte in den Kommentaren zu meinem vorigen Miraculous Video gelesen, wie sich manche von euch fragten, ob sich Adrien wohl jetzt Ohrlöcher stechen lassen muss, um Marinettes Ohrringe zu tragen. So weit kommt es dann tatsächlich doch nicht. Im Trailer sieht man, wie er sich ihre Ohrringe einfach ansteckt. Also entweder hat er bereits welche oder aber, und das halte ich für wahrscheinlicher, es sind Ohrringe, für die man keine Löcher braucht. Einfache Ansteckohrringe eben, was das Ganze deutlich leichter gestaltet. Dürfte. Die Premiere wird schon in Kürze, nämlich am 3. September im Vereinigten Königreich sowie in Irland auf dem Disney Channel ausgestrahlt. Wann diese Folge bei uns ausgestrahlt wird, ist leider bisher noch nicht bekannt, aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wie findet ihr den Trailer und freut ihr euch auch schon auf diese Folge? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wie immer, bis zum nächsten Mal!